Wie die Formen in Affinity Designer am effektivsten funktionieren, kann man sehr gut mit dem Zahnrad hier äh, erklären. Ich mache mir mal einfach ein normales Zahnrad. Jetzt habe ich hier mein Zahnrad. Hier oben habe ich wieder die verschiedenen Zähne, die ich da problemlos einstellen kann. Jetzt funktioniert das so. Das ist der Innenbereich, das ist der Außenbereich, das ist diese Möglichkeit, dann haben wir diese Möglichkeit zum Ziehen, das da da. Ja. Ich kann das wirklich ganz so machen. Diese Sachen. So, alles aus dem Zahnrad. Geh wieder rein, gehe hier raus, hier wieder ein bisschen hinein. Ja. Macht da mal ein bisschen weniger Zähne. Ja. Jetzt habe ich eine Blume. Diese Möglichkeit, alles aus dem Zahnrad, diese Möglichkeit wirklich das rauszunehmen, ganz fein. Diese Möglichkeit, dann taste da, da alles aus dem Zahnrad, das ich da machen kann. Machen wir das so. Haben wir diese Möglichkeit dann zuziehen, dass wir so eine Form haben oder so eine Form haben? Auch da wieder die Möglichkeit, unheimliche Tools zu erstellen. Natürlich kann ich das Ganze wieder rotieren, das spielt überhaupt keine Rolle. Auch dann habe ich das Ganze noch auseinander zusammen. Mehr, weniger, auch da. Also all das kann man aus einem Zahnrad erstellen. Sobald ich ähm, das jetzt in Kurven umwandle hier oben, kann ich auf die einzelnen Punkte zugreifen und könnte mir das noch so erstellen, wie ich möchte. Ja, dass ich da sage, ich möchte das so, dass hier möchte ich in diese Richtung, das da. da. Vielleicht irgendwie nach unten ziehen. Oder so. Das ist dann jederzeit noch möglich, um diese einzelnen Handles wirklich zu erstellen. Das Ganze kann man so machen. Also haben Sie eigentlich nur Ihre Fantasie, die fast aufhört. Alles andere können Sie sehr, sehr gut äh, erstellen. Wirklich mal ausprobieren. Es ist wirklich fast unglaublich, was man für Formen direkt aus dem Zahnrad erstellen kann.